Hey und willkommen zu einem neuen Moveset-Video. In diesem Video behandeln wir das zeitweilige Pokémon Dialga. Dialga ist ein mächtiges Pokémon, welches für das Erschaffen der Zeit verantwortlich ist. Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass es über einen gewaltigen 150er Spezialangriff verfügt. Die defensiven Werte sind mit 120 und 100 jeweils recht gut und auch der KP-Wert hilft dabei, dass Dialga recht bulky ist. Mit dem 90er Initiativwert ist es recht durchschnittlich, nicht besonders schnell, aber auch nicht langsam. Durch die Typenkombination aus Stahl und Drache ist Dialga immun gegen Giftattacken und weist Resistenzen gegenüber Pflanzen, Normal, Wasser, Elektro, Flug, Psycho, Käfer, Gesteins- und Stahlattacken auf. Schwächen hingegen bestehen nur gegenüber den Typen Kampf und Boden. Dialga kann über die Fähigkeit Erzwinger und Telepathie verfügen. Mit Erzwinger wird der AP-Verbrauch gegnerischer Pokémon, die Dialga zum Ziel haben, um 1 erhöht. Telepathie schützt Dialga vor Attacken von Partner-Pokémon, was vor allem gegen Flächenangriffe hilfreich ist. Dialga wird meistens als Offtank gespielt, welcher sich auch im Dynamax sehr wohl fühlt. Je nachdem, wie das eigene Team aufgebaut ist, kann man sich zwischen Telepathie oder Erzwinger entscheiden. Möchte man zum Beispiel ein Erdbeben oder Surfer des eigenen Teams abwehren, greift man zur Telepathie. Andernfalls nimmt man den Erzwinger mit. Beim Wesen nimmt man ein mäßiges Wesen mit und die EVs werden in die KP und den Spezialangriff gepackt. Beim Item ist das gängigste der Schwächenschutz. Hierdurch muss sich der Gegner entscheiden, ob er Dialga nicht effektiv treffen möchte oder ob der Schwächenschutz getriggert wird. Alternativ kann man noch zum Lebenorb oder dem Adamantorb greifen. Der Adamantorb verstärkt Drachenattacken und Stahlattacken von Dialga um jeweils 20%. Bei den Attacken nimmt man als Stahl-Step-Attacke die Lichtkanone mit und für die Drachenattacke greift man meistens zu seiner Signaturattacke, dem Zeitenlärm. Zeitenlärm ist eine Attacke mit 150er Stärke und 90er Genauigkeit. Wenn die Attacke trifft, muss Dialga in der darauffolgenden Runde aussetzen. Eine alternative Drachenattacke wäre zum Beispiel Dracometeor. Für die Coverage bieten sich mal wieder die Erdkräfte an, welche zusammen mit der Lichtkanone einen guten Dynamax-Core bilden, da diese Attacken je einen der Verteidigungswerte boosten können. Zum Abrunden des Sets kann man wieder zum Schutzschild greifen. Ansonsten hat man für die Coverage noch Attacken wie Eisstrahl, Aurasphäre, Flammenwurf, Donnerblitz oder auch Juwelenkraft zur Auswahl. Des Weiteren wäre Dialga auch in der Lage, den Bizarro-Raum einzusetzen und diesen auch recht gut zu verwerten. Die 90er Initiative ist zwar nichts, was nach dem Bizarro-Raum schreit, aber solange man nicht in diese investiert, kann man hier auch viele Pokémon outspeeden. Zu den Countern und Checks gehören vor allem die Pokémon bzw. Attacken, die die Schwächen von Dialga ausnutzen können. Zum einen wären das Kampf-Pokémon wie Vulaoso in beiden Formen oder auch Zacian. Aber dasselbe gilt natürlich auch für Boden-Pokémon wie Demeteros und Groudon. So viel zu offensiven Pokémon. Eine sehr gute Möglichkeit wäre es aber auch, Dialga einschlafen zu lassen. Hierfür eignen sich besonders Pokémon wie Huzzasa mit Pilzspore oder Bisasaur mit einem Schlafpuder. Da in den meisten Teams mit Dialga kein Nebelfeld vorhanden sein wird und auch Elektrofelder relativ selten sind, wird es diesen Attacken schutzlos ausgeliefert sein. Bei den Partner- und Team-Pokémon kann man zum Beispiel sehr gut auf Redirector wie Huzzasa und Togekiss gehen, welche die Attacken, die für Dialga gedacht sind, abfangen können. Beide Pokémon werden von Dialga-Schwächen nicht effektiv getroffen, wobei Togekiss sogar immun gegenüber Bodenattacken ist und nur ein Viertel des Schadens von Kampfattacken einstecken muss. Ansonsten kann man je nach Teamzusammenstellung und Attackenauswahl auch Pokémon mitnehmen, die super im Bizarro-Raum fungieren, wie zum Beispiel Polaros oder Kurtel. Und die Schilde von Pokémon wie Ulangar oder Regieleki helfen auch Dialga dabei, die schon vorhandene Tankiness weiter zu erhöhen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Lass gerne einen Like oder einen Kommentar da, wenn dir das Video gefallen hat. Und schau auch gerne auf unserem Discord-Server vorbei. Bis dahin, ciao, ciao!